This is Seaball. Moin, hier ist er wieder, euer Sebo. Wir haben TWL Kampftag Nummer 3. Alle Clan-Mitglieder warten darauf, dass ich das Go gebe und wir das hier live mitverfolgen können. Es ist spannend. Wenn wir hier auf die Saison-Info einmal gucken, sind wir jetzt gerade auf dem 7. Platz. Aber wenn man die Punkte guckt, wir haben 4 Angriffe bisher gemacht. Das heißt, der dritte könnte wieder drin sein, wenn wir uns nicht ganz dämlich anstellen. Deswegen viel Spaß mit den Highlights. Abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, um nichts mehr zu verpassen. Okay, Matthias, David, du hast das Go. Wo ist er drin? Da, David Cat greift King Gang an. Erstmal Queen gegen Queen. Ah, 60 gegen 9. Ja, das kommt, den klepst du so weg. Warum greife ich so einen nicht an? Guck mal gleich, wen ich angreife. Hey, der kann auch in den Strudel, die Belagerungsmaschine. Das ist verrückt. Wusste ich auch nicht. Geil. Aber das sieht saftig aus. Der hat alles noch. Das ist gut. David, das sind 3 Sterne, glaube ich. Das sind 3 saftige Sterne für den Clan. Ich sag's dir, wie es ist. Ja, das ist safe. Obwohl, ja, okay, 2 Minuten. Doch, das schafft der. Guck mal, die sind alle so dicht beieinander. Ich werde heute, kann ich euch jetzt schon mal sagen, reinscheißen. Ich werde heute richtig saftig reinkacken. 3 Sterne vom The David Cat 2. So, GG in Chat für David. Saubere Aktion. Und schon, bam, auf Platz 5. Wir holen uns den dritten noch. Gegen die ersten beiden können wir nichts machen. Aber der dritte ist noch möglich. Nächster bitte. 25 Angriffe. Die jetzt in 4 Stunden passieren müssen. Und damit hat der Gegner nicht gerechnet. Aber ich würde sagen und glatt behaupten, dass diese 38 Sterne sehr schwer werden für uns. So, da geht er rauf. Der Pierre geht auf diese Müllbase drauf. Mit Bartschen. Mit Bartsch geht der Pierre drauf. Und da kommen schon die Drachen und die Loons. So, jetzt smart natürlich wer, wenn er die weglockt in eine Ecke, dann ein paar Bogenschützen um die herumpackt, damit die wegsprayen können. Ah, David, das ist schwer. Vielleicht kriegt er das noch. Komm. Und Baba ist down. Aber die Queen, die ist auch noch da. Oh, schade. Schade, Marmelade. Aber kannst du nichts machen. Kannst du immer Witz dagegen machen. Kannst du nichts gegen machen. Das ist halt so. So, pass mal auf, pass auf. Den greife ich an. Werde ich nichts gegen machen können. Gar nichts. Luftabwehr 6. Beide Magiertürme 5. Werde ich nichts gegen machen können. Gar nichts. Patrick als nächstes. Ja, dann mach. Wo ist er? Da ist er. Er geht auch auf die 28. Ah ne, warum auch? Doch, da war schon jemand drauf. Da wird gelasert. Ah, den letzten. Ah, schade. So, 3 Ballons, 8 Drachen. Schön in den Rücken von der Lufthutze, wichtig. Aber da kommt die Clanburg. 2 Drachen entscheiden sich für die Mitte, das ist gut. Ah, er auch, sorry. Ich hab gar nichts gesagt. Ah, die Luftabwehr. Oh, und da kommen die Teslas raus. Aber ein Stern ist schon mal safe, kannst du nichts sagen. Er geht auf die Luftabwehr. Oh, das ist kaputt, sauber. Spannende Sache, jetzt komm. Bitte. Bitte. Komm. Zieh. Oh. Spannender Kampf hier. Und. Ja. Rein da. 2 Sterne sind drin. GG. An Cedric. Cedric, guter Performer im Clan. Guter Performer. So, wer geht rein? Es ist Phoenix. Phoenix geht rein. Auch schöne. Ja, eigentlich E-Dragon, ne? Aber die haben wir ja alle noch gar nicht. Wir gehen alle mit dem Feuerdrachen rein. Auch wieder. Da wird sich wieder für die Ecke entschieden. Das habe ich auch anfangs gemacht. Ganz viel. Immer nur Ecke. Bis ich dann wirklich gecheckt habe, dass das scheiße war. So, jetzt kommen die Drachen. Aber er hat die Belagerungsmaschine dabei. Belagerungsmaschine ist dabei und wird jetzt hier easy das Ding holen. Ja, sicher. Boah, ich hatte ein bisschen Schiss. Da ist der erste Stern. Und der zweite ist auch drin. 3 Sterne wird sehr schwer. Sage ich jetzt schon mal. Auch das wird keine 3 Sterne. Schade. Wirklich schade. Warum immer den langen Weg zur Luftabwehr? Weiß ich nicht. Aber das ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir das sehen. Ich habe doch... Wann haben wir? Vorgestern schon. Die Leute wissen, so wie ich, noch nicht ganz, wie man funnelt. Oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Komm, jetzt redet mal ein bisschen. Sehe ich doch richtig oder nicht? Das Funneln ist falsch. Ja, Pierre, das ist... Guck mal, ich muss jetzt gleich für alle nochmal... Ich muss mit 26 Ballons und 20 Bogenschützen hier rein. Und es geht rein. Militiades, da wissen wir auch, der kann spielen. Der kann spielen, hat immer gut performt, das wissen wir. Da geht erstmal auf die Luftabwehr. 4 Stück braucht das Ding. Aber dafür hat er 2 Magiertürme und 2 Luftabwehren kaputt gemacht. So, rein theoretisch und logisch gehst du jetzt von hier oben rein.
So, du guckst jetzt, wo ist die Lufthutze? Wir müssen nicht... Guck mal. Wo ist die Lufthutze? Die ist auch weg. Hat er weggemacht, ne? Es sieht gut aus, ja. Aber ich wäre von hier oben reingegangen. Von hier wäre ich reingegangen. Oben, unten, Mitte. Hier, guck mal. Die zerstört, der zerstört jetzt alles. Der macht jetzt alles kaputt. Ey, da wären sogar 3 Sterne. Oder? E-Dragon hat beide Luftabwehren noch weggeholt. Wichtig. Sauber gemacht. Oh, Leute, nur noch 8 Sterne. 8 Sterne müssen wir irgendwie... 9 Sterne, komm. Ey, wenn wir das holen, dann sind wir ganz nah am zweiten wieder dran. Ich will nur sagen, Leute, wir müssen jetzt wirklich, wir müssen voll Fokus. Also ich kriege wirklich ein bisschen Panik gerade, weil das sind noch 15 Angriffe. Und nur noch 3 Stunden und 40 Minuten, ne? Oh, warte, okay, Eddie. Eddie, gucken wir zu. Danach bitte keiner angreifen. Da will ich eben meine Truppen lernen, damit ich gleich angreifen kann. Okay, jetzt geht Eddie rein. Eddie, 11 Drachen, aber macht das jetzt erstmal smart. Okay, erstmal auf der Seite. Er will da rein. Er will in die Lufthutze. Ah, ne, doch nicht. Ich hab's jetzt echt nicht verstanden. Sorry. Ich dachte, er geht jetzt hier rein. Aber der hat da einfach nur eben aufgeräumt. Zweiter ist drin. Let's go. 3 werden schwer. Da ist auch noch ein Luftabwehr. Das wird nichts. Eddie, aber starke 2 Sterne. GG für den Eddie, bitte. Guck mal, wir sind jetzt, so gesehen, fast auf Augenhöhe. Die haben 15 Angriffe. 38 Sterne. 16 Angriffe. 35 Sterne. Puh, das wird spannend, Leute. Kevin, hatte Kevin nicht letzten Kampf reingeschissen? Ich glaube wohl, oder? Kevin? Nee, Kevin war gut immer. Kevin war der mit den Superdrachen, stimmt. So, hier wird erstmal schön, siehst du, links, guck mal, hier aufgeräumt. Da wird aufgeräumt. Jetzt wird erstmal gewartet. Jetzt kann 30 Sekunden erstmal gewartet werden, bis links und rechts aufgeräumt wird. Siehst du, guck mal, was willst du mehr? So, und jetzt kommt die Belagerungsmaschine, macht den Weg frei aufs Rathaus und jetzt kommen die geilen Superdrachen. Also die finde ich ja, ich will nichts sagen, aber bisher, also in meinem Wissensstand, die schönste Truppe, die es gibt. Aber das könnten 3 Sterne werden, oder? Das wären 3 Sterne. Super gefunden. Also das war stark. 3 Sterne. Und damit punktgleich mit unserem Gegner. Ab jetzt ist jeder Stern extrem wichtig. Extrem wichtig. Ab jetzt wird es wirklich spannend. Wir könnten diesen CWL gewinnen. Kevin, GGs gehen raus an dich. Kevin, sauber gemacht. Soll ich einfach batschen hier? Aber dann auch von oben, ne? Weil der Maria-Turm da ist. Ich spam einfach hier die komplette Ecke rum und hoffe. Level 5 Schweinereiter. Jetzt wird's spannend. So, Angriff. So, dann werde ich erstmal, wie ihr sagt, so. Wir haben 3 Minuten Zeit. Alles gut. Ich laser das hier rein. Dann werde ich jetzt mal sowas versuchen. Sauber. Ah, es hat nicht mehr gereicht. Okay. Ich gehe jetzt einfach hier über die Seite. Da wird nichts. Bombenturm. Schade. Ich dachte, ich mache das smart. Und, weißt du, ich laser da rein und versuche, dadurch, dass die abgelenkt waren, den Magierturm wegzuholen. Aber wird nichts. Das war nichts. Scheiße. Fuckt mich ab. Aber nicht so doll wie CR. So, was ist jetzt hier? Wer hat noch nicht ange... Ich guck jetzt und ihr kriegt jetzt gleich von mir Ärger. Ich schwöre, so war ich hier sitze. Angriffe. Mein Team. Noch nicht angegriffen. Hat Just Razor, Tomate oder so. Bistere, Cloud, Previs, Basti, Jan und DR3. Ich sag mal so, wer Angriff verpennt, fliegt bei uns ohne Ausnahme. Egal, wer gerade bei uns ist oder seit Beginn... Ja, bei uns ja auch. Wir haben noch 3 Stunden, 6 Minuten. Bei uns, wir haben nur, der Clan gibt es seit 5 Tagen. Und wir versuchen gerade irgendwie bestmöglich rauszufinden, wie das am besten funktioniert. Damit wir gefühlt so richtig mit einem Wumms so abends alle gemeinsam angreifen. Nee, DR3 greift jetzt an. DR3, warte doch. DR3, nein. Okay, ja, ich mach's einfach. Für YouTube. YouTube, hallo. Also Twitch ist gerade extrem down. Alle Zuschauer sind weg. Gefühlt. Der ganze Stream laggt, aber ihr seht da trotzdem. So, okay. DR3 greift an. Blitzt da einmal die Luftabwehr, 2-mal die Luftabwehr. Und jetzt wird's spannend. Jetzt erstmal Bori, genau. Ja, da war nicht smart, DR3. Oh, fuck, DR3, yo. Aber ist nicht schlimm. DR3 spielt zum ersten Mal. Das darf man nicht vergessen. Er spielt zum allerersten Mal. Okay. DR3. Nächstes Mal nur Schweinereiter. DR3 hat 9% geholt. Oh. F in Chat für dich. Du kriegst ein F von mir. So, Bistere. Chokst du rein. Fliegst du. So, jetzt Anspannung.
Selber Rathaus 8. Hit up, höheres Rathaus angriffen. Okay. Bestere greift an. Baitet die Clanburg. Geht mit 19 Schweinereitern und 5 Drachen rein. Lockt die nach oben weg. Schweinereiter rushen hier von rechts rein. Bombe. Oh, alle Schweinereiter fast down. Werden jetzt hochgeht. Richtig smart. Sauber, ey. Geil. Okay, Schweinereiter krepieren gerade alle. Werden aber hier nochmal hochgehielt auf die Luftabwehr, damit gleich die restlichen 5 Drachen reinkommen. 33%, 40% und die Luftabwehr zerschießt auch noch die letzten Drachen. Das bleibt einer. Ein Stern. So fucking knapp. Schade. Aber Leute, GG an Bestere, weil er hat die 50 Sterne voll gemacht. Wenn alles glatt läuft und in 2,5 Stunden unsere Gegner nicht mehr angreifen und unsere letzten zwei im besten Fall nochmal 3 Sterne holen, dann wären wir bei 119 Sternen plus 10 Sterne Siegbonus bei 129 Sternen. Das ist ein richtig guter dritter Platz. Klar, die zweiten gewinnen auch wieder, kriegen nochmal 10 extra. Aber dafür können wir richtig gut die letzten Leute, die da ganz unten sind, das sind nur noch unsere Gegner, die könnten wir, wenn alles gut geht, richtig abfarmen und dann vielleicht noch den zweiten holen. Zweiter wäre geil, 3 ist schon mega gut. Dafür, dass wir die Underdogs sind, 5 Tage alter Clan, ist schon big. Kannst du sagen, was du willst. So, die Stunde der Wahrheit hat jetzt geschlagen. Wir waren jetzt die ganze Zeit in Rocket League drin und gehen jetzt rein, um zu gucken, ob wir den letzten CWL gewonnen haben oder nicht. Deswegen komm mit, komm mit. Das sind auf jeden Fall unsere nächsten Gegner. Also, falls du jetzt schon nichts verpassen willst, dann abonnieren, Glocke aktivieren. Weil dann wirst du den nächsten epischen Kampf nicht verpassen. So, wir gucken. Holy shit. Holy shit, die sind machbar. Ey, das wären saftige Sterne. Und jetzt haben wir gewonnen oder nicht? Wir haben gewonnen. 53 zu 38. Wir haben es gemacht. Wir haben unseren ersten CWL-Kampf gewonnen. Das heißt, wir sind jetzt safe auf dem dritten. Morgen können wir sau viele Sterne holen. Ich guck mal eben hier. DR3 oder Jan? Sebo. Sebo greift diesen an. Big Daddy greife ich an. Baby, das werden so 3 Sterne. Ja. Also, abonnieren. Glocke aktivieren oder auch einfach um 20 Uhr einfach im Stream dabei sein. Dann wirst du gar nichts mehr verpassen. Null, niente, nada. Und damit mach's gut, bis zum nächsten Video. Tschö.